بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind bei der achten Lektion, الدرس الثامن vom Buch دروس اللغة العربية. Und nachdem wir هذه und تلك gelernt haben, lernen wir heute etwas Neues. Und das sehen wir hier beim Text. Im Text steht, هذا الرجل تاجر. Davor hatten wir gelernt, was هذا رجل bedeutet. هذا رجل war, das ist ein Mann. Aber هذا الرجل, dieser Mann. Also anstatt هذا können wir رجل lassen. Anstatt رجل können wir هذا. Das bedeutet, Rajul ist sowas wie eine Erklärung, wen du damit meinst. هذا رجل تاجر. Dieser Mann ist ein Händler. وذلك رجل طبيب. Und dieser Mann, der ein bisschen weiter ist, ist ein Arzt. Der nächste Satz sagt, اسم التاجر محمود. Der Name des Händlers. Mahmoud. واسم الطبيب سعيد. Und der Name des Arztes ist سعيد. هذا البيت, dieses Haus, للتاجر, ist, also gehört dem Händler. Ist für den Händler sozusagen wortwörtlich übersetzt, للتاجر, weil لي ist ja für. وذلك البيت, und dieses Haus oder jenes Haus ist gehört dem Arzt. Littabibi. Baytu Tajiri amam al-Masjidi. Das Haus des Händlers ist vor der Moschee. Wa baytu Tabibi, und das Haus des Arztes, khalf al-Madrasati, hinter der Schule. Jetzt eine Frage. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Für wen oder wem gehört dieses Auto und jenes? Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi. Dieses Auto ist für den Arzt oder gehört dem Arzt. Wa tilka lit-tajiri. Und jenes gehört dem Händler. هذه السيارة من الياباني. Dieses Auto ist von Japan. وتلك من أمريكا. Und jenes von Amerika. Bis hier hat jemand irgendwie welche Fragen? Okay. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben. تمارين. أجب عن الأسئلة الآتية. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل؟ Wer ist dieser Mann und wer ist jener Mann? Fangen wir mit Ahmed an. Soll ich was nächste Zeile lesen? Nee, das ist jetzt eine Frage. Ajib an al-Asil, also beantworte die Fragen. Die Frage ist, so. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل؟ Wer ist dieser Mann und jener Mann? Okay, dann هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب ولا طبيبي؟ طبيب. طبيب, okay. ذلك الرجل طبيب, dieser Mann ist ein Arzt. Wenn du الطبيب sagen würdest, dann wäre es ist der Arzt. Okay. Okay, Hussein, ما اسم التاجر؟ اسم التاجر محمود. Genau, اسم التاجر محمود. أحمد, ما اسم الطبيب؟ اسم الطبيب سعيد. Genau. حسين, من أين سيارة الطبيب؟ سيارة طبيبي
من اليابان من Genau. الياباني Genau. أحمد، من أين سيارة التاجر؟ سيارة التاجر من أمريكا Genau. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Hussein, أين بيت التاجر؟ Es wird schwer ohne die Seite davor. War das vor der Moschee? Ja, das war vor der Moschee. Warte mal. Beit al-Tajiri? Was heißt vor nochmal, ja? Amama. Amama. Was heißt das? Amama. Amama? Genau. Beit al-Tajiri? أمام المسجد أمام ال أمام المسجد genau und مسجدي oder مسجدو مسجدي genau أمام المسجدي. Okay أحمد، أين بيت الطبيب؟ بيت الطبيب خلف المدرسة. Genau, super. Jetzt die zweite Aufgabe. Iqra waktub. Lies und schreibe. Wir machen das in Reihe. Hussein und dann Herr Ahmed. Jeder liest einen Satz. Hussein, fang du an. Ich soll einfach nur lesen, ja? Ja, weil hier hat man jetzt die Harakat weggemacht. Das bedeutet, das ist eine Aufgabe oder das ist eine Übung, damit du weißt, wann Kesra ist, wann Dhamma ist und so weiter am Ende. Okay. Übersetzen auch oder nicht? Ohne Übersetzung. Also es sei denn, du weißt nicht die Bedeutung, dann kannst du sagen, hier weiß ich nicht, sag mal Bescheid. So, okay. هذا الولد ولدي هذا الولد هذا الولد خالد richtig؟ Richtig. وذلك الولد du ja محمود oder nein محمد Mensch محمد genau محمد genau. Ich habe auch extra beim Anfang gesagt, هذا ist genauso, als würdest du الولد sagen. Also du könntest sagen الولد خالد oder هذا خالد. Das Kind ist Khalid oder dies ist Khalid. Das bedeutet, هذا nimmt immer die Regel von الولد oder also was danach kommt. Im Arabischen, wenn man eine Jumla Ismiya hat, weil die Jumla teilt sich ja in Jumla Ismiya und Jumla Fi'liya. Jumla Ismiya ist ein Nomensatz, wo es mit einem Nomen anfängt. Und Jumla Fi'liya ist ein Verbsatz, das also mit einem Verb anfängt. Ein Nomensatz, das ist jetzt hier sehr wichtig, fängt immer oder hat immer Mubtada und Khabar. Mubtada, jetzt ich mag eigentlich nicht so diese Wörter zu übersetzen. Ist genauso, als würdest du sagen, Dativ bedeutet auf Arabisch so und so. Das geht eigentlich gar nicht. Mubtada ist eben der Name, mit dem der Satz anfängt. Und Khabar ist sowas die Nachricht. Also sie erklärt dir, was mit diesem Mubtada ist. Und deswegen hier zum Beispiel, Hatha Khalidun. Hatha ist Mubtada. Und Khalidun ist Khabar. Al-Waladu ist sowas wie, nennen wir auf Arabisch Bedel. Also ein Austausch. Weil du kannst Hada sagen und du kannst Al-Waladu sagen. Es lässt sich austauschen. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay. Badul Badal. Wie bitte? Badul Badal. Habt ihr das gelernt oder was? Nein, nein. Nicht mit Badal. Mit Badal ist was anderes. Aber ich weiß aber, es ist austauschen. Okay. Da wird es ja auch austauschen. Ja, genau. Ja, könnte man auch sagen. Okay. Ahmed, du bist dran. Kannst du nochmal sagen? Ich konnte nichts hören. Richtig? Ja, jetzt höre ich.
ممكن هم ممكن هم الآن هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. Super. حسين. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. Genau. هذه السيارة لعلي وتلك الخالد وتلك الخالد ولا وتلك لخالد مخصوص ان ليها اوكي اغنو ذس اس فور اوكي وتلك لخالد اغنو ذس اوتو اس فور علي ذس اندر اس فور خالد genau und لعلي او لعلي لعلي genau هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. Super. لمن هذه الساعة وده ساعة هي لعباس. Genau. هذا البيت للطبيب للطبيب وغشتش. It's okay. للطبيب. لا هو هو للمدرس. Genau, weil للطبيب da ist ja dieses L drin, nur der Elif wurde weggemacht, wegen dem Lam. Li al-Tabibi. Ah, okay. Okay. Ach, stimmt, genau, ja. Alles gut. هذه الدراجة لابن المؤذن. Genau. Genau, aber لابن المؤذن. لابن المؤذن يا جنو نعم جنو من هذا الولد ورا ولد ولد صغشتش هو طالب من العراق جنو هو طالب هو طالب هو طالب هو طالب اوكي مش ونوش شوين أوكي. أوكي. أذلك البيت جديد لا هو هو قديم جدا من جدا 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 هو اسم كوانتريكس إنما ده تفهم عليك سس. aber hier bei جديد nicht جديدي sondern جديدون جديد اوكي ذلك البيت جديد لا هو قديم جدا واس gehört oder ist jenes Haus neu nein es ist sehr alt dann sehr قديم Kannst du nochmal die Frage stellen? Achso, ich wollte nur fragen, ist jetzt Hua Qadim Jiddan? Genau, Hua Qadim Jiddan. Achso, okay. Hört man mich oder ist bei mir irgendwie Verbindung schlecht? Bei mir ist... gehen einige Wörter weg, aber ich verstehe. Nee, ja, bei mir ist okay, ich dachte... Also bei mir auch ein bisschen was. Okay, Hüseyin, du. Ja. Hier wurde 2x11 gemacht, ne? 2x11? 2x11. Also 9 und dann 11. Ja, ja. Im 9. Genau, im 9 hat man das korrigiert. Ich wollte nur Bescheid geben. هذه السيارة سويسرا السويس يا genau نحمل هذه السيارة هذه السيارة من اليابان
وتلك من سويس سويسرا ولا سويسران سويس سويسرا بس كانوش في أمريكا بس أوكي الإسلام كده بنيش هنا بعتذر بوالد مال هذا السكين من ألمانية وتلك مو ما تقول مزغوت كت مو وتلك ال بعتش هاد نضرب لفلنا بس فرصة ما يا لفة من ملعقة نجنا وتلك الملعقة من أسو إنكلترا إذا أو تركيش من إنكلترا إنجلاند you know إنكلترا you know aber bei Almania sagst du keine Schedde also das ist nicht Almania sondern Almania okay من Almania okay okay, okay. Und in Gelterer, da gibt es verschiedene Meinungen, also Aussprachen. Also zum Beispiel hier sagen wir in Gelterer. Also yeah, das ist nicht ganz Kerkef, sondern ein bisschen so in dieser Form. Ja, yeah, in Türkisch auch Englisch Teller. Yeah. Okay. Jetzt Nummer 3. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. Also wir sollen den Beispiel sehen. Und genau nach dem Beispiel sollen wir gleiche Sätze machen. Hier sagt er, مثال, das steht im Alten so, هذا الكتاب لمحمد. Okay, also im Alten hat man das eben von rechts nach links geschrieben, hier hat man das dann im Neuen umgeändert. هذا الكتاب لمحمد, هذا كتاب. Achso, ganz kurz. Okay. هذا كتاب, das ist ein Buch. هذا الكتاب لمحمد. Dieses Buch gehört für Mohammed. Also genauso wie wir das bis jetzt gelernt haben. Ich gehe mal zur nächsten Seite. Genau. Und genau das Gleiche machen wir dann mit diesen Aufgaben hier. Wir haben zum Beispiel هذا طبيب. Dann müssen wir sagen, dieser Arzt ist von Indien. Wir machen das Gleiche. Hüseyin fängt an und dann Herr Ahmed. Und dann in der Reihe mal so. هذا طبيب. الطبيب من الهندي. Genau, هذا الطبيب من الهندي. أحمد. Okay, هذا سيارة. هذا السيارة للمدير. Okay, alles gut, aber هذه السيارة. Achso, ich habe das hier gesehen. Hüseyin. ذلك ولد ولا غسل also du musst so wissen am Anfang hat man immer ganz einfache Sätze gemacht und du musst es dann mit dem anderen dann hinzufügen das bedeutet bei allen Sachen musst du dann immer Artikel hinzufügen also ذلك الولد achso okay ذلك الولد Nein, hä? ذلك الولد تبن المدرس Genau. Also jenes Kind ist der Sohn vom Lehrer. تلك ساعة und dann تلك ساعة من سويسرا genau هذا بيت هذا البيت للمهندس genau
هذا قلم هذا القلم لعباس. Genau. ذلك رجل ذلك الرجل مؤذن مؤذن مؤذن. هذه يبضة بيضة ein Ei. Sorry. Andersrum. هذه بيضة und dann هذه البيضة من كبير من كبير also من كبير. Warum hast du min hinzugefügt? Wo habe ich min herausgeholt? Nochmal, achso. هذه البيضة كبير كبير كبيرة was? Genau, كبيرة. كبيرة. Dieses Ei ist groß. Okay. Achso. Nun. Mendilu. Mendilu. Hada Mendilu. Also immer wenn ihr, genau, immer wenn ihr am Ende oder am Anfang die Sätze liest, immer in Tenuin hinzufügen. Also Sa'atun, Beitun, Qalamun, Rajul, Beidatun, hakada. Aber Beidatun muss doch ohne sein, oder? Weil ist doch weiblich. Nee, auch. Das mit dem weiblich, das ist nur bei den Namen. Also wenn es Zainabu ist oder so. Khadija Tu. Achso, okay. Also die Namen von Personen, nicht irgendwie normale Sachen. Ja. هذا من هذا المنديل وسخ. Okay, genau. هذه حقيقة حقيبة dann هذه الحقيبة للمدرس. Genau. Jetzt اقرأ المثال الآتي. Lies den folgenden Beispiel. ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Und daher sollst du eben Fragen formulieren und auch die Antworten. Hier hat man das Beispiel. مثال: لمن هذا الكتاب؟ Wem gehört dieses Buch? هذا الكتاب لمحمد. Unten hat man dann eben die Zeichen hinzugefügt, damit du weißt, nach was du fragen sollst. Und daher, wem das gehört. Fangen wir nochmal an, Hüseyin und dann Herr Ahmed. القلم هذا القلم لعباس. Kannst du die Frage nochmal stellen? لمن هذا القلم هذا القلم لمن هذا القلم. Genau. Ahmed. Ein Moment kurz, ich muss kurz gucken, was Schlüssel war. Ein Moment. Was war Schlüssel nochmal? Al-Akhtar. Nein, ich dachte. Achso, okay, Miftahun, ne? Genau. Miftahun? Genau, Miftah. Jetzt. Okay. Liman hadhal Miftahu. Hadhal Miftahu li'aliyin. Genau. لمن السيارة للمدير للمديرين ولا؟ أصو جنو للمد ولا؟ دخل للمديرين. Okay, ich wiederhole das nochmal. Vielleicht hört man das nicht mehr bei der Aufnahme. لمن هذه السيارة للمديري oder هذه السيارة للمديري. Konnte man das hören? Ja, ja, das hat man gehört. Okay, dann لمن هذه البقرة للفلاح. Wisst ihr, was الفلاح bedeutet? Ja, Bauer. Genau.
Okay, Aber dann nicht gehen wir zur nächsten Kafir? Sache. Was? Ist Bauer heißt doch Kafir, oder nicht? Von wo hast du das jetzt? Oder ist das alt? Also altarabisch oder so, gibst du Kefera bedecken und dann hat man früher wohl auch Bauern auch sozusagen, weil sie die Erde mit Samen bedecken, andersrum, diese Erde bedecken, Kefera genannt zum Beispiel. Die Erde mit Samen, halt geil. Wirklich? Wer hat euch das also, na, wir haben so gehört, ja. Top Secret. Okay. Das muss ich nochmal nachgucken. Okay, die nächste Seite. Jetzt haben wir einen Koffer. Das Koffer. Lieber. Und هذه الحقيبة للمدرس. Genau, also ich wiederhole nochmal, weil ich nichts hören konnte. Liman, hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Okay. Dann, liman hadha al-kursiyyu li'ammari. Kann ich hören? Ja. Okay. Weil ich manchmal kann ich nicht machen, oder? Also nochmal, liman hadha al-kursiyyu li'ammarin. Okay, Hussein? Warte, was war's nochmal? Kriechentipp? Da. Da, ja. Der, oder? Der Jajun, ne? Also, der Jajun geht auch. Aber der Jajun ist eben das Männliche und der Jajatun ist das Weibliche. Also. Und die kann man auch als für das Männliche sagen. Da gibt es noch ein bisschen detaillierter, aber ich will jetzt nicht so detailliert reingehen. Liman hadhihi dajajatu? Hadhihi dajajatu? Libintil fallahi. Genau, liebin til fallahi. Okay. Liman hadhihi as-sa'atu libn al-mudiri? Genau, libn al-mudiri. Liman hadha al-baytu? Hadha al-baytu baytu lit-tabibi. Genau. لمن هذا الملعقة لأن هذه لمن هذه الملعقة هذه الملعقة للطالب للطالب ولل... للطالب للطالب okay. Also das alles geht immer weg, wenn du etwas hinzufügst. Unten hat er gesagt, ta'ammal al-amthila al-ati, also schau dir die kommenden Beispiele an. Und das ist eben sowas wie eine kleine Erinnerung, glaube ich, für das, was wir alles gelernt haben. Al-baytu zum Beispiel, das Haus. Und dann sagen wir fil-bayti, im Haus. Min al-bayti, vom Haus. Il-al-bayti, vom Haus.
Al-Mustashfa. Und hier merkt ihr, das hat Elif Maqsura. Fil-Mustashfa. Also wir sagen nicht Fil-Mustashfai, sondern Fil-Mustashfa. Am Ende können wir eben nichts hinzufügen. Min al-Mustashfa ila al-Mustashfa. Was heißt Mustashfa? Mustashfa, Krankenhaus. Achso, okay. Okay. Das dritte, Amerika. Amerika. Fi Amerika, in Amerika. Min Amerika, von Amerika. Und ila Amerika, zu Amerika. Oder nach. Es hat auch dieses Elif, oder? Wie bitte? Es hat auch dieses, wie heißt dieses Elif nochmal? Das erste ist Elif Maqsura. Genau. Und also das sozusagen, dass da einfach ein Hamza drauf ist. Wie bitte? Oder, also, weil da ein Hamza drauf ist, oder? Der erste hat ein Hamza, aber der letzte hat keins. Wie jetzt? Ja. Bei Amerika, der erste Elif hat ein Hamza, der letzte aber keins. Genau, das meine ich ja. Genau. Und deswegen sagt man nicht für Amerika, sondern Amerika. Mit Amerika, das habe ich nicht verstanden. Ach so, okay, ja, genau. Also, weil der Elif da ist, kannst du eben nicht Amerika oder Amerika sagen. Genau. Und am Ende, Almania, fi Almania, min Almania und ila Almania. Das ist eben das, was wir uns anschauen sollen. So eine kleine Information so als Geschenk. Zum Beispiel, wir lernen zum Beispiel in unserer Universität, haben wir das gelernt, was passiert, wenn beide Namen zum Beispiel auch Elif haben? Wie verstehen wir das? Weil manchmal ist der erste zum Beispiel ein Nomen oder der Subjekt und der zweite ist der Akkusativ. Zum Beispiel Ra'a, Musa, Isa. Auf Deutsch versteht man das sofort. Aber Ra'a heißt ja sehen. Und Musa heißt Mose. Isa, Jesus. Jetzt, du kannst hier eigentlich, kann man den Akkusativ auch austauschen. Also der Akkusativ kann als erster Stelle kommen oder gemeint werden. Der Subjekt geht dann eben nach hinten in der Bedeutung. Das bedeutet, man weiß nicht, wer hat wen gesehen? Hat Musa Isa al-Islam gesehen? Oder, Astaghfirullah. Hat Musa Isa gesehen? Oder Isa Musa? Also ganz normale Person. Und hier hat man dann eben gesagt, weil man nicht weiß, wo der Akkusativ ist und wo der Subjekt ist, muss der Subjekt an erster Stelle kommen. Das bedeutet, der Erste, den du erwähnt hast, der ist derjenige, der die Tat gemacht hat. Und der Zweite ist, bei dem die Tat passiert ist. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Iqra wa aktub. Lies und schreib. Das ist Lesen. Jeder liest. Wenn Abdullah lesen möchte, dann eben Hussein und dann Herr Ahmed und dann Herr Abdullah. Ich würde erstmal fragen wollen, warum du vorhin Isa a.s. gesagt hast und danach Astaghfirullah gesagt hast und danach Isa gesagt hast. Weil Musa hat ja Isa a.s. sowieso nicht gesehen. Hä? Hat Musa Isa a.s. gesehen? Ich frage mich, was mein Bruder mit. Achso, nein, du hast gesagt Isa a.s., dann hast du gesagt Astaghfirullah, Isa und dann hast du ohne a.s. gesagt. Ich dachte, a.s. wäre das Problem. Nein, das Problem war, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Mit der Geschichte verbunden habe. Ich meinte eigentlich ganz normale Person. Der Prophet ist gar nicht gemeint. Genau, und weil ich einen Fehler gemacht habe, habe ich Astaghfirullah gesagt. Kommt bei mir automatisch. Ja, ist ja okay. Nur ich dachte, nach Isa, das a.s. wäre das Problem, weil du das danach ohne a.s. gesagt hast. Nee, das war nicht das Problem. Okay. Du musst kämpfen? Tut weiter, so erzähle ich gar nicht dabei. Wie bitte?
tut weiterhin so, als wäre ich gar nicht dabei, weil mein okay. Netz ist sehr schlecht. Hört ihr mich überhaupt? Ja, wir hören dich. Ja. Weil ich mache einen Screenshot, ich schicke das mal in die Gruppe. Ich habe nur einen Punkt als WLAN. Okay, könnt ihr vielleicht jetzt anfangen, weil ich habe noch 3 Minuten, dann geht es gleich aus. Okay, dann mache ich schnell durchlaufen. هذا الطبيب من إنجلترا من إنجلترا دوخ. Okay. Okay. ذهب حميد إلى was ist فرنسا أصله فرنسا. فرنسا. Genau. Aber ذهب حميد. Okay. حميد. Okay. Okay. محمود مريض والآن في المستشفى. محمود مريض. اوكي محمود مريض. ذهب عبد الله هو من المانيا الى انكلترا. انكلترا. eigentlich عبد الله. عبد الله. اوكي. اوكي. هذا الكتاب لعبد لعيسى وذلك الكتاب لموسى. Genau. هذا المهندس من أمريكا. Genau. Ich lese schnell nochmal die Aufgabe 6. اقرأ السبورة die Tafel أمام الطالب وهي خلف المدرس vorn und hinten. أمام ist vorn. أين سيارة المدرس؟ هي أمام المدرسة. أين بيت الإمام؟ بيت الإمام خلف المسجد. أين جلس حامد؟ جلس خلف محمود. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. Ganz kurz. Hier nichts. Okay. Also in der neuen Auflage hat man dann eben unten neue Wörter gelernt oder hinzugefügt. Und da steht dann eben El Mustesha, Krankenhaus, El Mania, Inghilterra, Suisra. El Sikin, Firenze. Hier hat man einen Fehler gemacht. Hier hat man Firenze geschrieben. Amama und Khalfa. Und somit sind wir mit dem Unterricht. Was heißt Sikin nochmal, ganz kurz? Sikin war Messer. Was heißt das? Messer. Achso, Messer. Achso, okay. Okay, dann sind wir fertig. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.